Mario und Luigi! Mario, Luigi, danke für alles. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Aber du kannst wieder normal reden? Ho, ho, ho. Ihr müsst euch nicht wundern. Die Stimme der Prinzessin Peach war nämlich gar nicht gestohlen. Oh, deswegen. Prinz Bamek, Junge. Oh, da haut er den Plan raus. Ich kannte Lugminas Plan, Peachs Stimme zu stehlen. Und habe die Prinzessin gewarnt. Ich so, psch, müssen still bleiben. Die gestohlene Stimme gehörte dieser Prinzessin Peach hier. Oh. Deshalb hat die Sternbude auf die Stimme seltsam reagiert. Ah, hatte ich den Birdo jagt hier rum? Wir waren doch Milla, also wirklich 1 bis 2 Schritte voraus. Mario und Luigi, entschuldigt, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Als ihr beiden im Pilzpalast wart, wollte ich euch direkt die ganze Wahrheit sagen. Aber dann kam plötzlich Bowser. Und ich hatte keine Gelegenheit mehr, euch alles zu erklären. Oh Gott. Es ist gut, dass ihr Lugmila besiegt habt. Ende gut, alles gut. Yeah, ist alles vorbei damit. Die Story ist vorbei. Warte, wir wissen ja, dass sie Bowser eingenommen hat. Übrigens, wegen der Sternbohne. Sie hat sich wohl in 4 Teile gespalten und sind irgendwo hingefallen. Ich gehe auf die Suche nach der Sternbohne. Besichtigt ihr doch mit Peach zusammen die Attraktion unseres Landes. Okay. Bye bye. Kommt jetzt der Kröter? Also wenn jetzt Kröter kommt, mache ich auf jeden Fall weiter. Peach, wo bist du? Peach? Willst du zum Kröter? Oh, Mario. Mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort. Mario, Luigi. Ich habe mich gerade mit Königin Marmella unterhalten. Wusstet ihr, dass es in diesem Land eine Toadsiedlung mit dem schönen Namen Little Toadtown gibt? Und ich weiß, wie wir zu Little Toadtown kommen. Oh ja. In diesem Ort leben Toads, die in dieses Land gezogen sind. Wenn ich schon einmal hier bin, sollte ich als Prinzessin vielleicht die Toads in Little Toadtown besuchen. Boah. Prima Idee. Aber um nach Little Toadtown zu kommen, muss man durch das Kröntal, das wirklich von hier gelegen ist. Im Kröntal leben Monster. Es ist für euch ein wenig, nein, ziemlich gefährlich. Als Kanzler des Pilzkönigreichs protestiere ich. Es ist Wahnsinn, in einem fremden Land durch ein Gebiet voller Monster zu reisen. Wenn allerdings Mario und Luigi dabei wären. Mario und Luigi, ihr habt Toadsworth doch sicher verstanden. Er begleitet mich doch sicher nach Little Toadtown, oder? Oh, no. Luigi, Mann, Alter! Das war... Oh, ich kenne solche Szenen, aber es ist... Oh, Mann, da ist so viel Liebe reingesteckt. Oh. Zufrieden, alter Herr? Aber passt bitte ganz, ganz gut auf euch auf, Prinzessin. Wir beginnen sofort mit den Vorbereitungen. Mario, geht ihr schon vor. Wir treffen uns am Eingang des Kröntals. Königin Marmella entschuldigt uns. Eure Prinzessin ist nicht nur hübsch, sondern auch klug und entschlossen. Ich bin beeindruckt von diesem starken Charakter. Mario, Luigi, ihr seid mir für die Sicherheit der Prinzessin verantwortlich. Wollt ihr zum Kröntal, so wandert ihr... Oh Gott, ich habe mich gerade verändert mit meinem Kopfhörer. Möchtet ihr zum Kröntal, so wandert ihr von der Stadt aus in nordöstliche Richtung. Okay. Machen wir mal nochmal. Jetzt will ich vielleicht gucken, vielleicht gibt es ja jetzt irgendwas Cooles. Vielleicht bekommen wir jetzt irgendwas Neues. Wer weiß. Oh, ich will... Finde ich das super Ding zu nutzen. Bin zu faul dafür, lieber drum herum springen. Doch, jetzt. Hast du mir gedacht. Antidot 60%. Karo Hose, verrücktes Monster. Modisch? Fragezeichen. Auto-HP-Erholung, aber die Dinger. Auto-HP-Erholung ist schon verdammt gut. Mario Folgen ist auch gut. Aber die Karo-Hose ist auch gut.
Mario folgen Auto-HP-Erholung. Oder halt mehr Verteidigung, ne? Auto-HP-Erholung ist schon krass. Für 8 Punkte überlege ich es mir gut. Für Aktive, die den nächsten ersten Schritt tun. Alter, das wäre schon was. Luigi als Ersten. Mario. Ich hab das jetzt richtig gemacht. Zumindest die Sachen. Karo Hose und erste Hose. Alter, Luigi darf dann endlich mal voranschreiten. So. Und dann noch irgendwelche Orden? Doch, da haben wir ein paar. Gibt ordentlich Brüderpower. Gibt auch noch Brüderpower. Aber was für einen zusätzlichen Angriff. Junge Schwede, Alter. Und vor allen Dingen haben wir... Meine Meter, wie viel Geld wir noch haben. Wie viele Münzen. Dann passt das, dass wir eher auf die XP und doppelten Schaden gehen. Ja, sonst passt da alles. Ja, ja, ja. Oh, jetzt haben wir auch viel mehr Brüderpunkte. Cool. Und vor allen Dingen haben wir viel mehr Angriff. Das ist krass. Warte, wohin? Kultal, ne? Oh, Leute, bis was jetzt kommt. Das ändert einiges in meiner Planung, die ich eigentlich vorhatte. Ich wollte ja jetzt so langsam aufhören. Aber Kröltal ist eigentlich immer ein Grund weiterzumachen. Ich muss wirklich sagen, es gibt für mich sowas wie ein heiliges Kröltal und da gehen wir gerade hin. Was passiert, wenn ich die so angreife? Gehen die dann mehr kaputt? Nee, ich dachte schon. Man weiß ja nie. 50. Alter. 68. Alter. Nur 4 Schaden, obwohl... Wir haben den Schaden verdoppelt. Aber wir haben so viel mehr Verteidigung. Ach du Heilige. Das ist unnormal. Das ist völlig unnormal, was wir haben. Alter, was ist das für ein Setting? Ja, also jetzt kann man hier richtig abgehen, Mann. Aber wir sind schon da. Wo ist denn Peach? Mario, Luigi. Entschuldigt, habt ihr lange warten müssen? Ja, wir sind gerade erst hergekommen. Wie sind die da hergekommen? Und seid ihr bereit? Passt mir bitte ganz, ganz, ganz gut auf Prinzessin Peach auf. Wir kommen bald wieder. Also ihr zwei, los, wir gehen nach Little Toadtown. Bitte, passt gut auf euch auf. Habe ich nicht etwas Wichtiges vergessen zu sagen? Ja, genau. Was denn? Mario, warte. Ah, zu spät. Oh. Mario, Luigi. Danke, Toadswurf. Das habe ich auch von selbst gewusst. Und ich wollte dir noch etwas sagen. Wenn die Prinzessin von der Bildfläche verschwindet, so wie jetzt, dann kommt sofort ein Monster. Also lass Prinzessin Peach nicht aus den Augen. Wenn sich die Prinzessin zu weit vorwagt, dann spricht sie einfach darauf an. Ich habe ihr gesagt, dass sie dann ganz einfach die Richtung wechseln soll. Also ich verlasse mich auf euch. Ja, danke, wow. Habt ja echt die Meisterleistung vorangebracht. Nein, wir machen nur einen Hammer. Ach du Scheiße, Mann. Jetzt frage ich mich, ob hier ein Hammer jetzt auch stark genug ist. Jetzt wieder die Aufnahme so unflüssig. Ja, da gucke ich hin, dann passiert da wieder nichts, ja? Ach, das eine ist dann... Okay, wie arg es aufgeladen ist und das andere... Wie extrem... Na, jetzt geht wieder alles. Richtig komisch. So. Wow, 128 Schaden. So. Geben wir uns mal die Pilze. Die sind auch mal notwendig. So. Gehen wir schön langsam runter. Ich auch einfach durch, aber ich möchte jetzt gegen euch kämpfen. Ich möchte gegen euch kämpfen. Und euch schlampenzeln.
Ich will gegen euch kämpfen. Und schlafen zu. Okay, das ist nicht gut. Aber das ist mehr als gut. Moment mal. Ist Luigi überhaupt der Erste, der drankommt? Nee, oder? Gerade verwirrt. Moment mal, wir haben doch Luigi die erste Hose gegeben. Zählt das oder zählt das nicht? Müsste doch Luigi als Erster drankommen. Ja. Tatsache. Krass. Wir haben es geschafft, dass Luigi mal zuerst drankommt. Nein, Schwungbrüder ist nicht gut. Hackebrüder. 136. Alter, das verwirrt so sehr, dass man gleich sofort aufhört. Okay, machen wir einen normalen Angriff. Das reicht vollkommen. Ach du Heilige. Was geht da ab? Schon 76 Verteidigung, ey. Ach komm, Angriff, oder? Na. Ich hätte die Zweien sehen müssen. Ich wollte unbedingt nochmal einen Angriff haben. Die Prinzessin Peach hier wollen entlang. So. Da kommt man schon gar nicht der Musik hinterher. So. Schön Hackebrüder. Alter, was da für Zahlen dann durchringen. Das ist krass. Habt ihr das gesehen? Das ist völlig unnormal. Wahrscheinlich lass mich raten, du bekommst eine 5. Nein, auch eine 2. Gut. Was hast du jetzt gewesen? Hier auch eine 5, ey. Mann, Mann, Mann. Gott im Himmel. Ich darf doch nicht so weit vorlaufen. Ne? Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Wow. Das war gerade. Das war. Schnell besiegen. Bevor. Die Prinzessin alleine ist. Muss ich mal vorstellen, so, wenn das in die Prinzessin läuft. Wir machen hier noch so einen Kampf, Alter. Kampf unseres Lebens. Ach komm, den einen lassen wir. Kann ich schon mal die Attacke üben? Greif links an. Cool. Gut. Ist noch einmal Hammer. Dass er 72 Schaden aushält, ey. Ey, ey. Was kann sich sowas sagen? Warte, warum wollte ich da drauf springen, Alter? Das wäre lebensgefährlich gewesen. Lebensgefährlich, sage ich euch. Boah, das ist so gut. Wir sind toll. 110. Junge, 110. Hat ich diesen Schissemeck dir überhaupt gegeben? Ah, dann müssen wir automatisch weiter. Wollt jetzt uns eigentlich zurückgehen und die Prinzessin Peach ihrem eigenen Schicksal kurz überlassen? Ja, ich wäre jetzt so mies gewesen. Ah, Mann, Mann, Mann. Schön mit dem Hammer einmal erledigen. Boah, 52. Dann haben wir noch einen Hammer. Noch einmal so ein Dings. Wir gehen aber erstmal hier durch. Wir müssen gleich die Prinzessin wahrscheinlich zurückdingsen. Wir gehen da auch nicht unten jeweils in die Dinger rein. Darauf habe ich null Bock. Das ist auch der Grund, weswegen wir das so machen. Und jetzt geht's ja! Mann, ich lasse mich gerade so arg vom Spiel ablenken. Das gibt's gar nicht. Dass ich die Musik noch nicht mal in Kenntnis nehme. Okay, reicht. 25. Level 25 schon. Ach du heilige Makaroni. Ja, bekommt ja Level ab. Boah, das war jetzt immer mies. Wir waren doch dran. Ja, das gibt's ja nicht so mal. Wir sind ja nun durchgegangen. Ja, wir sind hier durchgegangen durch die Welt. Ja, durch die Welt. Ja, einfach in die andere Richtung.
Danke sehr. Schnell geht's hier für uns hier. Das war das Falsche. Gott im Himmel. Ja, ab in die andere Richtung. Gott im Himmel. Genau so müssen wir es haben. Oh Gott, jetzt habe ich mir schon wieder die Kopfhörer halb rausgeschlagen. Super. Jetzt habe ich noch Wendischen lösen, ey. Ich bin immer so ein Dorftrüttel mit diesen neuen Kopfhörern. Was heißt denn neuen Kopfhörern? Das sind eigentlich welche, die ich nur für meinen MP3-Player hatte, aber... GG. Genau, dadurch öffnet sich dies. Das heißt, runter und raus. Oh. Ich will nicht in die Dinge rein. Dankeschön, und jetzt geht's weiter. Das wäre nie. Okay. Man kann natürlich auch von selbst da rein. Wenn man Bock hat, in die Röhrensysteme und dort schon, glaube ich, alles erlegen. Oder da ist, glaube ich, gar nichts. Ich weiß es gar nicht. So. Na, die Hand bringt doch eh nichts. Ich Schlaukopf. Ach komm. Mal so erledigen. Gut. Aber man kann alles dann sehen, wenn es soweit ist. Das ist etwas wie, was man drücken sollte und was man tun sollte. Das ist gut zu wissen. Weil wir das jetzt als Grundinfo haben. Und Mario kriegt jetzt auch ein Level ab. Hey, ja. So, wir haben versucht, bei Brüderpunkte reinzubekommen. Das heißt, da ist sehr viel. Ja, auch nur zwei. Schade. Einmal durch. Das ist immer gut, damit man schon sieht, was zu tun ist. Aber da oben haben wir ein richtig gutes Jump'n'Run vor uns. Da werden wir noch unseren Spaß haben. Muss man so zu sagen. So. Jetzt sind jetzt ganz auf. Ein Pilz. Gut. Das ist das, was ich meine. Das ist das Schöne. Man kann dann hier schön abwarten. Tee trinken. Dann klappt alles schon. Das ist auch gut. Die erste Hose kann ein extremer Vorteil sein. Gerade dafür, dass man ohne Schaden durchkommen möchte und mehr Erfahrung kriegen möchte. Vor allen Dingen, ich glaube... Dadurch werden wir viel zu OP sein, aber ist uns mal egal. Wir spielen ja jetzt nicht das Spiel aus irgendeiner Herausforderung heraus, sondern spielen es so einfach wie nur möglich. So, ich möchte einmal, dass du jetzt erst gehst. Und wir so lange gewartet haben. Klare Sache. Ich mir auch gedacht habe, dass es hier nicht so einfach ist. Und ich habe recht. Ach du Scheiße. Was haben wir da oben zu drücken? Nur ein Dings. Okay. Einfach in die andere Richtung. Jo. Danke, Prinzessin. Danke. Jetzt geht zurück. Das geht's nicht. Oh Mann. Das ist so cool. Genau. Wir sind automatisch zurück. So. Schön. Wenigstens lassen wir die Prinzessin nicht entwischen. Das sind wenigstens gute Fremdenführer. Wir sind der Fremdenführer. Wir machen... Ja. Nein. Warum musste ich das Universum bloßstellen? Ich sagte doch, wir sind gut. Wir haben sie durchgebracht. Und jetzt kommt das. Ah. Das ist wieder so typisch, was nur mir passieren kann. Das gibt's doch wohl nicht. Ich bekomme gleich in die Fresse, ey. Alter, ich flippe ja schon halber hier aus. Obwohl ich nicht ausflippe, aber die Stimme hört sich so an, ey. Das kann doch wohl nicht sein. Ich zerstöre euch. Ist mir egal. Ich befreie sie so, fertig. Boah, ist mir egal, ey. Ihr zwei könnt da ruhig rumtänzen, wie ihr wollt, und euer Opfer darbieten. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ey, ich krieg jetzt richtig ab. Nur weil ich nur einmal sowas gesagt habe. Ja, genau! Und mach's nochmal auf! Junge! So, jetzt haben wir uns genügend aufgeregt, glaube ich. Oh, das ist ja furchtbar mit mir. Gott! Gott! Gott!